Druckluftbremsanlage Teil Nummer 8, die Feststellbremse. Auch hier gibt es Vorschriften, und zwar die Feststellbremse muss rein mechanisch wirken. Das macht man, indem man sogenannte Federspeicherzylinder einsetzt. Ich habe mal hier an unseren Radbremszylinder einen Federspeicherzylinder dran gebaut. So sieht das dann auch aus in der Zeichnung der Druckluftbremsanlage. Das heißt mit anderen Worten, dass die Funktion der Feststellbremse durch eine Feder gewährleistet wird. Des Weiteren sagt die Vorschrift, die Ansteuerung der Feststellbremse muss nicht rein mechanisch erfolgen. Das heißt mit anderen Worten, aufgrund dessen, dass wir eine Druckluftbremse haben, nutzen wir auch die Druckluft. Hier muss man aber aufpassen, denn entgegen der Betätigung der Radbremszylinder ist es bei dem Federspeicherzylinder so, die Feststellbremse wird durch das Entlüften des Federspeicherzylinders betätigt. Das heißt mit anderen Worten, dass das Lösen der Feststellbremse durch das Belüften des Federspeicherzylinders geschieht. Wir schauen jetzt mal, wie das in der Zeichnung aussieht. Ich habe das hier mal vorbereitet. Wir haben also hier unsere Druckluftbremsanlage aus der Folge Nummer 7 mit dem Druckerzeuger, mit dem Lufttrockner und dem Regenerationsbehälter. Wir haben das Mehrkreisschutzventil. Wir haben jetzt hier in Rot, alles was jetzt rot ist, ist Kreis 1, also hier bei uns für die Vorderachse, mit dem Luftbehälter, mit dem zweikreisigen Betriebsbremsventil. Hier der obere ist für die Vorderachse, der obere Teil hier. Der untere Teil, hier in grün dargestellt, ist für den Kreis 2, mit dem Luftbehälter für den Kreis 2. Und hier Ausgang 22, der Steuerdruck für das Relaisventil. Und hier der Druckanschluss bis zum Relaisventil und von dort dann über das ALB hin zu dem Hinterachskreis. Die Feststellbremse, ich mache das jetzt mal in einer dritten Farbe in Blau, wird folgendermaßen angeschlossen. Wir gehen hier an unser Mehrkreisschutzventil und legen dann eine Leitung einmal hier quer rüber. Sollte man noch farbig machen, weil sonst wird es unübersichtlich. Und jetzt kommt hier die Betätigungseinrichtung für die Feststellbremse hin, die sieht folgendermaßen aus. Ein Kasten. Und dann kommt hier oben dargestellt der Handbremshebel mit so einer Raste. Und dann wird das hier so eingezeichnet. Und dann geht der Ausgang weiter. Und hier müssen wir jetzt unseren Federspeicherzylinder hinbauen. Das heißt also, wir zeichnen jetzt hier den Federspeicher hin, hier die Feder rein und somit ist erkennbar, dass wir hier also einen Radbremszylinder haben mit einem Federspeicherzylinder und der Federspeicherzylinder ist jetzt für die Feststellbremse verantwortlich. Das heißt, jetzt machen wir hier den Anschluss hin. Hier oben kommen noch die Anschlüsse dran und die Entlüftung. Das heißt, wir haben hier wieder die 1, wir haben die 2 und hier die Nummer 3. So, wir schauen, ob wir alles haben. Hier fehlt noch die Beschriftung. Es ist der Ausgang am Mehrkreisschutzventil. Wir haben die 2.1 für Kreis 1, 2.2 für den Kreis 2 und hier quasi als in Anführungsstrichen Nebenverbraucher die 2.3. Das heißt, es ist jetzt unser dritter Kreis, den wir jetzt hier am Mehrkreisschutzventil angeschlossen haben. Also zu beachten ist unbedingt, dass die Feststellbremse durch das Entlüften der Federspeicherzylinder funktioniert. Ja, das heißt also mit anderen Worten, wenn in der Anlage keine Druckluft ist, dann ist die Feststellbremse betätigt und die Bremse an der Hinterachse ist gebremst, also blockiert. Wir gucken, was es noch gibt. Und zwar geht es jetzt hier darum, eine weitere Vorschrift. Es geht um das
Notlösen der Feststellbremse bei Ausfall der Federspeicherbremse, also unserer Federspeicherbremse, das ist unsere Federspeicherbremse, das ist ja letztendlich nichts anderes als unsere Feststellbremse, muss die Feststellbremse gelöst werden können. Und die Lösung des Problems ist, als erstes, man benutzt einen Federspeicher mit einer Löseeinrichtung. Und diese Löseeinrichtung ist jetzt hier rein mechanisch. Das heißt mit anderen Worten, durch eine Gewindestange wird jetzt hier die Feder gespannt und dadurch ist dann die Feststellbremse wieder gelöst. Zum Beispiel, um einen liegen gebliebenen LKW abzuschleppen. Denn das würde ja nicht funktionieren, wenn jetzt zum Beispiel die Betriebsbremsanlage, Feststellbremsanlage drucklos wäre, dann wäre ja die Feder entspannt, das heißt die Räder sind gebremst, blockiert und dann könnte man diesen LKW, diesen Bus nicht abschleppen. Zweite Variante wäre, dass man das pneumatisch macht. Das macht man überwiegend bei Bussen, weil man dort nicht den Platz hat, um unter den Bus zu kriechen, um dann diese Gewindestange hier zu drehen, um die Feder zu spannen. Dieses Symbol ist der Radbremszylinder, den haben wir hier, und der Federspeicherzylinder mit einer mechanischen Löseeinrichtung. Das heißt hier, auf unserer Zeichnung hier, können wir jetzt also hier noch angeben, dass wir eine mechanische Löseeinrichtung haben, indem man jetzt hier dieses Symbol noch angibt. Das heißt, das ist eine mechanische Löseeinrichtung. Weiter geht's dann im Teil Nummer 9.